Wir brauchen einen neuen Videospiel-Crash und ich glaube, wir bewegen uns sogar schon darauf zu... Ja, okay, das war erstmal ein krasser Hot-Take, aber ich erkläre den auch sofort. Denn ganz ehrlich, moderne Videospiele stehen am Abgrund und das trotz gigantischer Rekordeinnahmen und immer mehr produzierten und teils sogar schneller releaseden Spielen. Während das Verfolgen von besserer Grafik über die letzten Jahre kein Deut an Relevanz verloren hat und dadurch Grafikkartenpreise, Hardwareansprüche und Spielegrößen endlos in die Höhe schießen, schienen Spielerzufriedenheiten, Innovation und Kreativität dann doch auf der Strecke zu bleiben. Klar, Lichtblicke wie Alan Wake 2 oder Baldur's Gate 3 existieren, aber das ist längst nicht der Standard. Bei AAA-Produktionen können wir leider sehr oft davon ausgehen, dass sie erst nach einigen Jahren Optimierung wirklich spielbar und gut sind oder, wie im Fall von Baldur's Gate 3, sie dafür sogar kritisiert werden, wenn sie von vornherein gut sind. Immerhin mussten die Entwickler von Baldur's Gate 3 ein Statement abgeben, dass ihr Spiel kein Standard werden dürfe, weil es zu gut ist. Das muss man sich mal vorstellen, da wird man dafür kritisiert, dass man einfach hervorragende Arbeit geleistet hat. Oder es gibt diese Spiele, die verschiedenste Ideen kombinieren und dadurch die Spielergemeinschaft überzeugen, aber diesen werden dann Plagiate und Diebstahl vorgeworfen. Und ja, ich rede hier von Palworld und ja, hier ist auch in gewisser Weise etwas dran, aber die Diskussion darüber ist dann doch arg vergiftet. Worauf ich hier hinaus möchte, 2023 war von verdammt vielen neuen Sternen am Spielehimmel gesegnet. Viele Reihen wurden fortgeführt oder gestartet, auf vieles wurde hingefiebert und wir wurden leider auch genauso oft enttäuscht. Man könnte also sagen, wir werden aktuell von vielen Videospielen niedergemäht, quasi überrollt und darunter sind auch sehr, sehr viele Enttäuschungen. Es wundert daher also wenig, dass selbst die großen Entwicklerstudios von Entlassungswellen betroffen sind und gar ganze Studios schließen müssen. Und wisst ihr was? Irgendwie kommt mir diese Entwicklung bekannt vor. Aber ist das wirklich so? Also werden wir wirklich von schlechten Spielen überrannt oder ist das nur mein Gefühl? Wiederholt sich die Geschichte hier wirklich? Brauchen wir wirklich einen neuen Videospiel-Crash? Versteht mich hier bitte auch nicht falsch. Ich möchte nach wie vor nicht, dass auch nur irgendjemand seinen Job verliert, aber denken wir doch mal kurz ein wenig weiter. Wann kam denn zuletzt ein Spiel von einem großen Publisher heraus, das nicht direkt zum Release Schlagzeilen wie unfertig oder unkreativer Cash-Grab generiert hat? Ein Spiel von einem großen Publisher, das nicht durch fragwürdige Entwicklungsentscheidungen zum Blitzableiter im Shitstorm wurde, das nicht so viele Microtransactions hatte, dass das Spiel darunter gelitten hat. Wer hier positive Gegenbeispiele aufzählen möchte, der muss, doch ganz ehrlich gesprochen, schon ein wenig überlegen, oder nicht? Und wenn man überlegt, klar, dann fallen dann auch ein paar Spiele ein. Baldur's Gate 3, God of War, Super Mario Wonder, The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, Alan Wake 2, Marvel Spider-Man und... Tja, ab jetzt müsste ich länger überlegen. Natürlich gibt es noch sehr viel kleinere Spiele, die in den letzten Jahren richtig krass abgeliefert haben und die uns auch nach wie vor zeigen, dass Innovation und Kreativität in der Videospielbranche nicht einfach verschwunden sind. Aber das sind eben diese kleinen Spiele von kleinen Studios, die eben nicht diesen gigantisch großen Impact haben und vor allem auch nicht so viele Mitarbeitende in sich vereinen und dementsprechend auch nicht so viel Geld bündeln. Wenn man über die Negativbeispiele des letzten Jahres spricht, dann ja, müssten wir zum Beispiel über Starfield von Bethesda sprechen. Für viele da draußen durchaus dann doch noch ein ganz unterhaltsames Spiel geworden, für viele da draußen eine Enttäuschung und für manch andere eine Ode an das Zeitalter der nie grundrenovierten Creation Engine. Diablo 4 kündigte eine Rückkehr zum klassischen Dungeon-Crawl-Erlebnis an, stellte sich dann aber als ein doch sehr dreister Fall von im Spiel verkleidete Microtransaction heraus, die dann irgendwie im Größenwahn komplett aus dem Ruder gelaufen sind. Wobei das zugegebenermaßen auch zum Teil auf Diablo 3 zutrifft, aber... ja. Overwatch 2 ist dann auch noch so ein Beispiel von einem, naja, eher einen großen Update-Patch als wirklich einem Nachfolger. Pokémon Karmesin und Purpur wurde erst nach dem Release der DLCs wirklich spielbar und ist spaßig, aber nicht zu übersehen, seien wir mal ehrlich, hässlich und ein grauenvoll optimiertes Spiel und generell hart in die Jahre gekommen. Naja, wobei jedes Spiel und jedes dahinterstehende Entwicklerstudio andere Gründe für die jeweilige nicht so optimale Umsetzung hat. Das Ergebnis bleibt aber dann für mich als Spieler irgendwie trotzdem dasselbe. Werden wir also wirklich von schlechten AAA-Hype-Games überrollt, beziehungsweise AAA-Hype-Games, die einfach, naja, das Label AAA nicht gerechtfertigt tragen dürften? Meine Antwort hier wäre, ja. Das häuft sich mittlerweile wirklich krass. Trotzdem kann die Gaming-Branche ja selbst mit Gewinnen aufwarten. Allerdings beruht der finanzielle Erfolg nicht mehr so wirklich auf die reinen Spieleverkäufe, sondern auf Microtransactions oder anderen fragwürdigen Monetarisierungsmodellen. Videospiele sind ein Geschäft, eines, das sich über die letzten Jahre immer krasser professionalisiert hat. Natürlich waren und sind Videospiele für die meisten von uns hier ein Business, seit wir aus unserer Mutter gepresst worden. Das ist also technisch gesehen nichts Neues, über die letzten Jahre wurde es aber immer professioneller und immer mehr
in Anführungszeichen Big Player oder Investoren wollten dann mitmischen. Und jetzt hat auch Disney wieder bemerkt, ach Mensch, Videospiele, da könnten wir ja doch mal wieder Geld investieren. Das ist ja irgendwie die Zukunft. Junge Leute verbringen ja Zeit bei Videospielen. Kleine Information an Disney. Ihr hattet schon mal Videospiele gemacht. So Split Second und Co. Das waren auch ganz gute Spiele. Aber dann hattet ihr irgendwie keinen Bock mehr drauf, weil das dann plötzlich nicht genug Geld war oder... Ich weiß gar nicht, warum ihr damals ausgestiegen seid und jetzt wieder rein wollt, aber wisst ihr was? Ja, ihr habt jetzt einen großen Deal mit Fortnite bzw. Epic Games. Juppie, joche. Ich weiß aber gar nicht, ob ich euch so wirklich in der Videospielbranche brauche, aber hey, da seid ihr jetzt. Yippie. Also ja, Videospiele sind kein reines Hobby, das ist halt ein Geschäft. Kauf ein Spiel für 60, nein 70, nein 80 Euro. Kauf dir vor Release die Founders Edition für 120 Euro mit tollen Skins. Kauf dir den Battle Pass noch on top für 40 Euro. Kauf dir das Ganze auch noch als Vorteilspack, aber nur noch 38 Minuten hast du Zeit dafür. Kauf dir was auch immer. Ich glaube, ihr wisst alle, worauf ich hinaus möchte. Ihr sollt nicht nur 50, 60 Euro für ein Spiel ausgeben, sondern nach Möglichkeit 100, 200 oder deutlich mehr Euro. Die Gewinnmarge pro Spieler soll hier einfach hochgetrieben werden. Manchmal plump, manchmal mit FOMO-Anreizen. Und manchmal mit speziellen Bundle-Versionen, dass man irgendwie die DLCs, die in 1, 2, 3 Jahren erscheinen, direkt auch mitbekommt. Das ist dann irgendwie auf den ersten Blick ganz cool. Aber ob ihr das Spiel überhaupt in 2, 3 Jahren noch spielen wollt? Ja, keine Ahnung. Also meine Empfehlung wäre, wenn ihr ein DLC kaufen wollt, kauft es, wenn es veröffentlicht wurde oder wenn es im Angebot ist und ihr auch wirklich der Überzeugung seid, dass ihr eigentlich Bock habt auf mehr von dem jeweiligen Spiel. Aber Nico, Videospiele werden doch auch immer teurer in der Produktion, also muss doch... Ja, es ist nicht zu verleugnen, dass Spiele grundsätzlich immer höhere Budgets haben und die Teamgröße in der letzten Zeit auch regelrecht explodiert ist. Außerdem haben wir ja auch noch Thematiken wie die Inflation und auch generell, dass das Gehaltsgefüge vielleicht in manchen Ländern unfair niedrig war oder teilweise auch für Dumpinglöhne entwickelt wurde. Dass Videospiele teurer werden mussten als vor 10, 20 Jahren, das ist einfach logisch und das ist auch richtig und das könnte man auch wirklich nur mit der Inflation schon erklären. 50 Euro von vor 20 Jahren lassen sich heute halt nicht mehr bezahlen, weil 50 Euro vor 20 Jahren eben nicht mehr dieselbe Kaufkraft haben wie 50 Euro heute. Das ist halt einfach jetzt, meine Güte, das ist kein Hexenwerk. Wenn man ehrlich ist, wurden Videospiele sogar über einen gewissen Zeitraum preiswerter. Dass sie also tendenziell immer ein bisschen teurer werden müssen, ist jetzt nachvollziehbar. Darum soll es hier in dem Video aber nicht gehen. Es geht halt darum, dass Publisher deutlich mehr Gewinnmarge pro Spieler rausholen wollen. Wenn man erhöhte Produktionskosten dabei ernsthaft als Argument nimmt, dann muss man auch Folgendes mit so ein wenig in den Ring schmeißen. Ein Starfield hat ca. 200 Millionen Budget gefressen. Das ist 13 mal mehr als ein durchschnittliches PlayStation 3 Spiel aus dem Jahr 2007. Okay, ja, Inflation und Co. ist klar, aber ist Starfield jetzt wirklich 13 mal besser als beispielsweise Oblivion aus 2006? Oder wurde das Geld hier irgendwie dann doch anders verplant und nicht so richtig effektiv verplant? Oder anders und noch leicht überheblicher gefragt, ist das zusätzlich investierte Geld hier wirklich irgendwie sichtbar geworden in puncto Qualität? Gibt es irgendwie eine fühlbare Änderung dafür, dass das Ding jetzt wie gesagt 200 Millionen Dollar gekostet hat? Oder hat man sich hier irgendwie... Ja komm, beantwortet die Frage mal für euch selbst. Und ähnlich verhält sich das natürlich auch mit den meisten anderen modernen Titeln. Die Menge an Geld, die in Produktion gestopft wird, spiegelt sich schlicht oft nicht mehr in der Produktion selber wider, beziehungsweise in der spielerischen Qualität. Klar ist natürlich auch, dass ein großer Teil des Geldes vom Marketing aufgefressen wird, aber es ist trotzdem nicht so hundertprozentig in Relation dann doch zu verstehen. Ich möchte hier aber auf gar keinen Fall verneinen, dass in vielen Bereichen der direkten Spielentwicklung gigantische Meilensteine gemacht wurden. Das ganze Motion Capturing Verfahren kostet halt Geld, vor allem wenn man auch noch echte Schauspieler mit engagieren muss. Allerdings darf man auf der anderen Seite auch nicht vergessen, dass es mittlerweile immer mehr Tools gibt, die die eigentliche Entwicklung auch stellenweise erleichtern können. Zum Beispiel moderne Engines wie Epic's Unreal Engine, mit der jeder von euch da draußen heutzutage relativ leicht ein erstes kleines eigenes Spiel entwickeln kann. Und dank diversen Asset Stores kann man das sogar optisch relativ beeindruckend hinbekommen als sein eigenes erstes Spiel. Die technischen zusätzlichen Möglichkeiten erlauben es Indie-Entwicklern auch einfach viel leichter, kreativer ihre Ideen umzusetzen, zumindest erstmal auf dem Papier. Der große Erfolg und die große Beliebtheit diverser Indie-Spiele, es geht Hand in Hand mit der großen Komfortfreundlichkeit von den Videospiel-Engines wie eben die Unreal Engine oder auch die Unity Engine. Und lasst uns nochmal zurückspringen zu Baldur's Gate 3.
Der Entwickler Larian Studios hat sehr gut gezeigt, wie viel wirklichen Inhalt ein Spiel für geschätzt 100 bis 200 Millionen Dollar haben kann. Nicht 100 Quadratkilometer leerer Open-World-Textur, sondern Charaktere, Geschichten und einzigartige Interaktionen auf jedem zurückgelegten Meter und in jedem Gespräch. Die Entwickler sagten hier zwar auch, dass sie eine Ausnahme bleiben müssen und kein Standard werden dürfen, weil viele Studios das gar nicht packen könnten, aber es ist doch trotzdem... ist doch so ein bisschen Bullshit, schwingt da auch mit hin. Und ja, natürlich kann das nicht jedes Studio leisten, weil man braucht ja auch die Kohle und die jeweilige Teampower, um das zu verwirklichen. Aber je nachdem, wie realistisch das Projekt geplant ist, kann das doch eigentlich jedes Entwicklerstudio, oder? Gemessen an dem jeweiligen Budget und den Möglichkeiten und der geplanten Größe eines Spiels, kann man doch in der Theorie das Maximale versuchen rauszuholen. In der Theorie. Eigentlich sollten wir auch viel mehr sagen, was Larian Studios hier geschafft haben. Das sollte doch eigentlich schon längst der neue Standard der großen Entwicklerfirmen sein, oder? Indies können wir hier wirklich dann einfach mal ein bisschen ausklammern. Ja, verstehe ich. Die arbeiten schließlich mit ganz anderen Ressourcen, beziehungsweise Budgets, beziehungsweise Manpower, schaffen es dann trotzdem, gute Spiele zu releasen, aber egal. Aber die ganz großen Entwicklerstudios, die die hunderten Millionen Euro zur Verfügung haben und die großen Marketingteams und tausende von Entwicklern, für die sollte das, was Larian Studios doch gemacht hat, der Standard sein, oder? Das ist doch eigentlich die alte Definition von einem AAA-Game. Oder nicht? Um die Klammer jetzt aber mal zurück zum Anfang zu ziehen, 1985 ist Nintendo mit Super Mario Bros. Und ein Jahr später mit The Legend of Zelda so richtig groß geworden. Und warum? Weil der amerikanische Markt mit absolut schlechten Videospielen überflutet wurde, Entwicklerfirmen und Hardwarehersteller pleite gingen und die Japaner gezeigt haben, wie es richtig geht und was Videospiele eigentlich sein sollten und was die Konsumenten eigentlich erwartet haben bei Videospielen. Oder anders gesagt, Nintendo hat das geliefert, was Videospiele sein wollten und was die Leute haben wollten. Qualität. Und genau an diesem Punkt scheinen wir uns wieder zu befinden oder zumindest langsam darauf hinzubewegen. Und ich glaube, wir brauchen einen neuen Videospiel-Crash, allerdings so in einer kleineren, leichteren Variante. Wir brauchen wieder mehr Videospiele, die zu Recht einen AAA-Status haben, aber gleichzeitig auch eine Seele besitzen und auf die Entwickler selbst auch irgendwie Bock haben. Games, die uns nicht mit jeder Sekunde das Geld aus der Nase ziehen wollen. Schließlich sind alternative Wege, optionale Gebiete und geheime Events und Charaktere der wahre Grund, warum Spieler immer größere Spiele wollen. Nicht um irgendwie noch länger in einem Game zu verweilen, sondern um mehr zu entdecken, mehr zu erleben und sich mehr in der jeweiligen Welt zu verlieren. Again hier Baldur's Gate 3 als wirklich sehr positives Beispiel. Und an diesem Punkt möchte ich auch noch einmal betonen, natürlich ist es scheiße, wenn Menschen ihren Job verlieren oder ganze Studios schließen müssen. Ich sehe nur langsam keinen Weg mehr drumherum und die Entwicklung zeigt ja auch ganz klar, dass wir uns darauf zubewegen. Und ich denke auch nicht, dass wir uns davor fürchten müssen. Wenn es einen kleinen oder selbst größeren Videospiel-Crash geben sollte, dann sind Videospiele nicht einfach weg. Das Interesse, der Bedarf ist ja gigantisch groß und der ist auch vorhanden. Er muss sich vielleicht nur mal wieder so ein bisschen einsortieren, einrütteln bzw. der Realität anpassen. Ich formuliere es vielleicht mal so. Das, was wir Gamer brauchen und wollen, das wird überleben und das wird auch immer weiterleben. Denn selbst wenn es einen gigantisch großen Videospiel-Crash geben sollte und die ganz großen Publisher alle zusammenbrechen, dann wirst du, dann werde ich doch weiter zocken. Dann werden wir doch höchstwahrscheinlich noch mehr von diesen Indie-Games erleben und spielen und dann werden wir aus den Indie-Game-Publishern höchstwahrscheinlich neue AAA-Publisher machen. Weil wir werden doch nicht aufhören zu spielen, weil ein Activision irgendwie sich verzettelt hat und es plötzlich kein Call of Duty mehr gibt. Da werde ich mich doch nicht in die Ecke setzen und sagen, oh, kein Call of Duty, kein FIFA mehr, jetzt kann ich mein Hobby nicht mehr ausleben. Nee, das wird wohl nicht passieren. Solange es noch Studios gibt, die mit Herz und Seele dabei sind und sich trotzdem halten können, werden wir immer wieder die ein oder andere Gaming-Perle erleben dürfen. Egal, wie es dann um die komplette Industrie steht. Und genau auf diese Spiele bin ich weiterhin gespannt und auf die freue ich mich auch weiterhin, denn die werden uns immer erhalten bleiben. Egal, was passiert.